Gottliebe. Ja. So, vor allem hat er für den, für diesen Charakter, hat er auch noch einen Twitter, ne? Also Twitter-Account. Einmal Eddie Togo Ah, den kenne ich. und Edward Laser. Need to go. Was war da noch? Was hättet ihr lieber in der Apokalypse? Atombombe? Oder was war das? Atombombe? Oder war das Atombombe? Ich glaube Atombombe war das. Oder Edward Laser. Mittlerweile kann man ja bei Twitter auch diese, wie nennt man das? Abstimmung. Nennt man das so? Abstimmung? Wahlen? Wahlen, ja, bestimmt. Du kannst ja für zwei Sachen abstimmen. Entweder für die eine oder für die andere. Kann man mittlerweile jetzt auch machen. Und wo alle drüber reden hier, dass Twitter jetzt ja nicht mehr dieses Favorisieren hat, sondern jetzt ja auch gefällt mir wie bei Facebook, ne? Nur nicht mit dem Daumen, jetzt ist das einfach ein Herz. Damals war das, oder was heißt damals, davor war es halt einfach noch mit einem Stern und das war dann favorisiert. Das müssen wir kurz mal Addon einstellen. Weil das geht mir gerade mega auf den Natürlich. Keks. Auf den Keks. Keks. Die Truhe hier unten aufgemacht. Oh, ich hab ein Fallschirm. Das gibt ein Fallschirm, Mann. Klar. Du bist da voll so runtergedüst. Ich spiele noch eine Cat. Alter, kann ich denn hier gucken? Bitte. Ah, alles klar. Ha. Ja, ich musste. Ich hab ja, kennst du das Addon? Blablabla. 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 Weißt du? Ice hat. Also Ice HUD. Ne, kann ich nicht. Okay. Das. Da kannst du einstellen, dass du deine Lebensanzeige hast. Ach Quasi. so. Ja, Sowas habe ich gesehen bei wie dir. X-Pearl. Habe ich gesehen bei dir. So, und das zeigte mir den gerade an, als ich mir eine Katze verwandelt habe. Da war dann die Leiste für meine Energie. Also, ne, für die Power, die du als Katze hast. Wurde mir angezeigt als ja, Default-Leiste. Weißt du, so im Standardmodus. Ach Findet so, einen okay. Reisegefährten. Ach scheiße, das muss ich erstmal hoch, oder was? Und was? Ja. Ja, ich hab das gerade vergessen. Ich hab die Quest erst angenommen, als ich hier unten war wieder. Ich auch. Ich habe auch keinen genommen. Meinte Traveling Companion. Okay. Braucht ihr etwas? Argus, Doch. verseuchte Dann ist alles Straßen. richtig. Ja, joining our caravan. Okay, awesome. Für die Allianz. Hui! Awesome. Awesome. Ah. So. Willst du hier noch so ein Anhängerchen mitnehmen? Wofür? Ist das wichtig? Damage. Damage, okay, ich nehme den Lucky Charm mit. Zack. Gewährt eine Chance beim Nahkampf und Distanz bei Heilig-Schaden zuvor, bla 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 bla. Wie siehst du denn, was das ist? Du gehst hier ran, drückst darauf. Auf den Namen und dann kriegst du da der folgende Zauber wird auf euch gewirkt. Also. Und er ist hier der Profispieler, ja. Ja, nimm halt doch das. Ist ja egal. Gewährt eine Chance bei erfolgreichen Zauberangriffen. Bla 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 bla. Was kann er Glücksbringer? Oh, zusätzlich Gold und Hörner nehme ich. So. Mein Schatz, wo wollen wir hin? Jo, weiter questen würde ich fast mal vorschlagen, nicht? Sheesh. Oh Mann, sei doch mal still. Nee, ich finde das lustig. Oh, gebunkerte Güter, Junge. Zwei Silber, boah, ich bin rich, Junge. Ja, wie braucht dieses Holy Damage nebenher gar nicht? Was für ein Vieh? Auch Ach nicht. so. Ja gut. Nicht gut.
Voll scheiße. Ja, richtig, aber... Wo wir da unten drin sind, diese Pamela... Anderson? Daryl Shore. Ja, ja, auch Anderson. Geht auch. Du meinst Harris Pilton in Shattrad? Harris Pilton kenne ich auch in Shattrad, ja. Kennst du Easy Mode und Face Roll? Bei den Paladine vorm Prüfung des Kreuzfahrers? Der ist ein Easy Mode und Face Roll. Echt? Hab ich nie drauf geachtet. Muss ich nachher mal hingehen. Mit meinem Mage. Nee, mit meinem Parler kann ich da sogar hin. Mega lustig. Easy Roll. Ja, aber damals, also zum WLTK war das schon echt hart. Face Roll, ey. Vorne war es Vergelter. Nee, das war ein Easy Mode und Face Roll. Ist halt leider so. Richtig toll. Crusader Strike. Göttlicher Sturm. Und da war schon wieder alles auf Cooler und du hast alles weggekrittet. War die Doll nicht hier irgendwie drin? Musstest du die nicht zusammentackern? Oder ein Teil davon, genau. Ich hab einen Teil. Juhu. Ja, hier ist der Kopf. Reicht das, wenn du da zusammen bastelst? Nee, ne? Ich muss glaube ich schon. Boah, ich hab einen Fluch oder so. Mich greift hier irgendwo. Oh, nein! Ah, ich bin Heiler. Ja und? Oh, ich werd geschlagen. Was ist los mit dir? Bär! Hier ist die nächste Doll. Hauen, bam! Bam! Jetzt zeig ich dir, wie man tankt, Beach. Zack, zack und weggeknallt. Knallen muss das. Deppern unterm Schädel. Ja, ich hab Puppenkopf. Was ist ein Kopf? Kann man ja sehen? Nee, ich glaub nicht. Die ja, musst du, die musst du, die musst du unten in dem abgebrochenen Haus finden. Finden? Abgebrochenen Haus? Ja, ja. Ach, da gleich, wenn du rauskommst, hier rechts. Hä? Nö, dann nicht. Ja, weil ich den gerade geloot hatte. Ich muss kurz warten. Es wird gleich respawnen. Das ist da hinten drinne? Also einer war oben direkt und einer war am unteren. Hier ist auch was, Teil rechte Seite. Hier ist auch ein Kopf drinne. Komm mal ran hier. Hm. Ja, okay. Liegt hier. Hey, wo bist du? Hallo, bist du mein Schatz. Hey, wo bist du? Draußen. Du hast gesagt, bei diesem rechts direkt hinten. Ja, da hatte ich den. Und ich war jetzt hier kurz. Und hier war alles drinne. Er nimmt sich einfach alle mit, die ganzen Mobs. Ein zwei, ne? Der Kopf liegt da noch. Der Kopf liegt da noch drinne. Ich die extra liegen gelassen. Trotzdem erstmal töten. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Los, mach Holy Damage jetzt hier. Bang! Ich baue sie zusammen, hab sie. Von frage ich mich, wie man das jetzt so befestigt, weißt du? Wie machst du diese Puppe fest? Du hast keinen Faden, gar nichts. Da sind Klettverschlüsse dran. Ja, klar. Oh Mann, ey. Boah, lass mal schnell I'm not supposed to tell you this machen. Ja, ja, das ist so ein Wolf, der oben ist, der die Klinge von ihrem Papa, glaube ich, im Kopf. Joseph's Hunting Blade. Oder? Ja, ja. Ja, komm. Ja, ja, ja. Just follow the buzzards. The buzzards. There he goes, der einsame Jäger. Naja, ja, klinge den Schädel durchbohrt. Sheesh, der ist tot. Sheesh! At least we stole the show. Verstehst du den Hinter... Kannst du mir mal erklären, warum hier so viele Geisterviecher rumlaufen, aber die Ratten nicht? Die Ratten nicht? Ja, da hinten sind spektrale Hasen und Rehe. Aber die Ratten, die sind da, die kann man sogar angreifen. Puh, nee, weiß ich nicht. Ich. Kann ich dir nicht sagen. Ich. Onkel Carlin. You are a shithole, what? Ja. Stimmt. Wollen wir erstmal links rum zum Troll, den Kopf holen? Jo. Die Outcasts. Okay. Wollen wir mal Solo rein?
Als Inni jetzt oder zu zweit? Na, als Inni, dachte ich jetzt. Ich glaube, Scholo wird zu zweit ein bisschen schwer. Kann ich das denn schon? Ja. Nee, kann ich noch nicht. Doch, kann ich. Klar, Scholo. Scholo ist nicht Stratholm. Scholo ist die Schlimmere. Ich hab doch Scholo angemacht. Aber ich hab auch Stratholm im Kopf gehabt. Jetzt. Ja, na gut. Dunkelmeister Gatlin, oder wie er heißt. Ja, hier gibt's ja Quest, ja. Weil die Indie kenne ich noch aus MOP. Habe ich im Challenge Mode gemacht. MOP? MOP, Mist of Pandaria. War das nicht Cut? Nee. War das war letzte Season. Weil ich renn zum Boss vorher. Ja? Okay. Müssen die hier sterben? Awesome. Vor allem sind die alle ausgesperrt, die da oben noch sind. Ich. Ja. Ich. Du warst, du bist schon. Ja, der macht Damage und werden gleich sterben. Ich soll Damage machen? Sag das mal ein bisschen früher. Ja, ich touch ihn jetzt einfach. Touch ihn. Hab ich schon. Aber nicht unter der Gürtellinie, ne? Ja, ich dispel dich mal, ne? Zwei Stacks sind ein bisschen viel. Was? Ja, ja. Ich fress auch hier mega viel Schaden, Kappa. Kappa! Hat er nicht gesagt. Ja, sicherlich. Ja, sicher! Oh, oh, ich hab fast gepult. Ja, ich hab schon fast drei Stacks. Ja, kann ich nicht diffusen, ne? Die Cursen. Dispellen, sehr gut. Ja, hast gehört, das kann nicht sein. Was ist los mit dir? Ach so, ich dachte, irgendjemand hat zu Gruppe geschrieben. Boah, voll die Noobs und so. Ja, gut auch. Ne, haben die gar nicht geschrieben, so ein Ärger. So ein Ärger. Ein Sword will ich haben. Sword? Special Weapons and Tactics? Hier muss man irgendwas sammeln. Ja, ach. Hier links. Im Schatten des Lichts. Mama. Jetzt ist der halt weg, ne? Keine Ahnung. Achso, hast du für mich mitgeblutet. Echt? Nice. Jo. I love it. Der nächste ist, Jetzt muss ich mich auch um andere konzentrieren, Alter. Was ist los mit euch? Alter. Ich wollte gerade sagen, ey, pullst du den, ne? Stirbst du? Ich pull nur das Nötigste. Ja, ja, ich rede ja nicht von dir. Ich rede von den Zwerg da hinten. Mann, mach doch mal Fötchen. Kann ich nicht. Lerne ich erst auf. Schüpp, schüppidupp, schüpp, schüppidupp. Krieg ich vor dir? 62. Okay, ich krieg erst ab 61, 81. 61, 81. Ja, ich darf da nur die Einzelnen und dachte, das kann ich nicht. Ist ein bisschen getrunken oder so? Hier ist das nächste, kannst du schon mal machen. Schisch, wo denn? Hä, da links. Wenn du raufguckst. Ach da, ich sterbe. Tobi. Ja! Holy shit! Krankheit kann ich nicht dispellen. Okay, ich hab einen super Guard ab. Also super viel absorb. Da sollten die so schnell durchkommen. Der Dings hat das eingesammelt hier, der Krieger. Das ist fein. Er lief in Combat. Weißt du, ich noch so am gucken, so, hä? Wo denn? Ach da! Tobi! Ja, was ist denn los mit dir? Was? Ich bin halt mega gedroppt. Ah, ich lass dich auch gleich mal richtig droppen. Das war am besten aus einem Bus. Besser nicht, du. Guckst du, hast du schon Staffel 6 von The Walking Dead geguckt? Nee, ich wollte das irgendwann mal in Angriff nehmen. Ja, weil das jetzt ja momentan, ist ja jetzt rausgekommen jetzt, ne? Glaube ich. Ich wollte mir das noch holen. Ja, weil alle diskutieren, weil in der dritten Folge oder so kam angeblich eine Szene. Obwohl, soll ich dich spoilern? Darf ich dich spoilern? Also welcher Staffel jetzt? In der sechsten. Ja, Spoiler halt, ist okay. In der dritten Folge oder so ist nachher, wie nennt man das? Cliffhanger? Ja, irgendjemand stirbt. Es hat den Anschein, dass er stirbt. Oh, der stirbt nicht komplett, okay. Weiß ich nicht. Das steht noch offen. Die letzte Szene in der dritten Folge ist halt Glenn mit irgendeinem, den ich nicht kenne. Doch, die war's. Awesome. Ist Glenn mit einem, den ich nicht kenne. Und dann... Ich zieh dir hier hin. Obwohl, macht das... Nee, komm, wir machen es auch nicht. Schaut, meine Liebe. Wir haben
Und dann landet der nachher zum Schluss unter mit dem auf einem Auto, glaube ich, umringt von Untoten. Boah, wie lange ist die Apokalypse da jetzt? Und die haben immer noch Autos, weißt du, und Benzin und alles. Naja, wenn es nicht viele Überlebende gibt, ne? Naja, aber weiß ich nicht, die Autos, die wir gefunden haben, die alle noch gerade heil sind und so. Puh. Ja, du musst dir das auch so vorstellen, ne? Zum Beispiel auf den ganzen, vor den ganzen Straßen, zum Beispiel vor Alexandria. Da sind ja auch so viele Autos stehen geblieben, einfach aus dem Grund, weil es da nicht weiterging. Und die sind da Ja, ausgestiegen klar. und teilweise kannst es ja haben, dass der Können die Tank Mobs halt hier einfach kiten? noch voll war. Junge, ich Weißt muss die jetzt kiten, die Mobs hier, ne? Weil die einfach die Mobs nicht machen. du? Ja, es geht doch eh erst los, wenn die Mobs down Ja, sind oder nicht. aber ich hätte doch schon. Ja, wenn die Großmobs down sind, nicht die Skelette. Macht dein Fass eigentlich Damage? Nee, es slowt nur und macht den noch immens Akku. Lilienfoss. Ich kann stehen gleich einfach, dann wird's easy für uns. Du kannst Dings touchen. Da kann ich Bosse touchen. Ja, aber jetzt schon? Im Grunde genommen, wie er hat, ne? Wenn er 10 Grad oder so, dann touch ich den direkt. Aber der muss doch weniger haben als du, oder nicht? Ja, ich dachte, wenn er 10K hat, dann touch ich ihn Ja, du direkt. hast doch keine Hat er 10k nicht. Life. Ja, ich habe noch ein CD, der mein Life erhöht. Ach so, da bist du. Verstehe. Klar, alles für den. Dackel. Den Dackel? Ja, alles für den Dackel, alles für den Club, mein Leben für den Hund. Das Damage tut, das Damage hier. Puh, sheesh. Sheesh! Mal gucken, wie viel Damage die Leute mal wirklich machen. Hol ein bisschen mehr, Tobi. Oh, ich hab Aggro. Echt? Tobi, nein! Ich hab die wieder. Oh. Ihr Das ist nicht dein Ernst. müsst jetzt Damage machen. Ich hasse dich, wa? Warum? Das ist doch super easy hier. Netflix and chill. Netflix. Calm down. And Wenn do ihr müsst doch nur Netflix. einen einzigen fucking Mob down machen, Alter. Dann hat doch direkt alles fünffach weniger Leben. Mit Alex wird das alles so viel einfacher. Ja, ne? Ist halt so. Wenn Die die sind einen halt Mob echt down so. machen, dann kriegen die alle einen Debuff, ne? Und ich würde da tausendfach Damage machen. Gesehen? Bums. One-Hit alle. Den muss man kaputt machen, den großen Dicken. Nee, man muss eigentlich nur. Hast du das Buch geholt? Ja. Nee, ich nicht. Aber wurde geholt. Wenn die einen einzigen Daumen machen würden, dann würden alle New York kriegen und alle würden doppelt so viel Schaden fressen. Jetzt kriegen wir sogar Buff. Oh, gleich, ne? Mach mal mit der Mischung, bitte. Ich soll mit Damage machen. Das lädt immer noch auf, sagt sie mir gerade. Ah, ist ärgerlich, ja, dann wird das nix. Besser. Ja, genau, tasch sie halt einfach ins Gesicht, ey. Touch ihr auch einfach mal ins Gesicht. Ja. So gehört sich das ja auch. Keine Ahnung, hier werde ich nicht so ein Schiff holen. Völlig aus dem Kontext gerissen. Oh Gott. Warte, wir können halt jetzt schon Tipps machen, ne? Hä? Lilienfoss stirbt doch nicht. Macht ja auch keiner, oder? Ja, aber bitte lasst mich zum Sterben allein. Please, steht da noch. Ja, habe ich ja eben gesagt, bitte. Ach so. Ja, auf Deutsch steht, kommt das bitte zuerst. Auf jeden Fall in dem Text dort. Verstehe. Nein, tust du nicht. Aber lass mich halt nicht als dumm dastehen jetzt. So, jetzt lauft das komische Kackding hier. Ja, ich sauf das komische Kackding. Polyformsäurefiole. Wie viel haben wir denn gepult hier, bitte? Wir müssen noch ein Buch rausholen, mein Schatz. Holy buckets. Renn da nicht rein jetzt. Okay.
wir brauchen eine Mars Silence oder sowas. Du meinst Shadow Fury vom Hexer zum Beispiel? Blutelfen Silence vor der Horde. Ah, das ist ja wohl mal richtig Wayne. Hallo, wir machen das Tor zu, Alter. Viel zu warm hier drinne. Keller mal ein bisschen belüften. Spinner. Na, los geht's. Oh. Warte, Quest abgeben. Geil, Leute. So, jetzt aber. Mein kaputt. Deine Mutter hat angefangen. Ja, wenn du das sagst. In der Tat. Touch. Jo. Oh, oh, ein Trinket. Will haben. Crit-Bewehr brauche ich nicht. Mann, ey. So viel Schaman-Scheiß droppt hier, das ist ja unglaublich. Hab's nicht bekommen. Hm. Er ist einfach verschwunden. Schluss mit dem. Oh, lass raus. Das sind noch 8 Level. Hm? Wo bist du? Neben dir, hallo. Ah. Oh, guck mal. Der Pult schon alt. Lass den mal sterben. Okay. Komm da nicht durch. Fat. Fat. F-A-T. Die rennen einfach durch, sonst wird das nichts mit dem. Ja, Sir. Ja, ich kann ihn auch einfach touchen, dann ist vorbei hier. Touch ihn ins Gesicht. Weil ich nicht hab für die. Ich hab Agro. Ich hab Agro. Ah, da kommt ein Tentakel aus dem Boden. Sind wir in Japan? kannst du aber nicht essen. Wie? Defekt. Die ist zu groß. Die kann man echt nicht essen.